Noch ein Mängler einfach. Der ist auch down. 10 Mängler mit Armbrust. Wir haben 10 Mängler gekillt. Was geht? Die Armbrust soll ja eine der allerstärksten Waffen momentan sein in Modern Warfare 3 Zombies. Deswegen testen wir sie jetzt das erste Mal. Einige Sachen sind dabei zu beachten, deswegen machen wir erstmal eine Testrunde und dann gucken wir, was ihr wahres Potenzial ist. Und ihr Bild natürlich noch am Ende des Videos, wen das interessiert, wie wir sie zusammengebaut haben. Auf geht's. So, hier ist das schöne Ding. Ist nur eine Demo-Version. Aber schön Gold. Geil. Also ich finde, die sieht cool aus. So, lassen wir direkt gucken. Wir fangen mal gemütlich mit dem Killauftrag an, würde ich sagen. Ja. Na gut, gehen wir mal zu unserem Ziel. Also so geheuer ist mir die Waffe gerade nicht. Wir können sie jederzeit Packer punchen und auf Lila bringen. Der Metallimo können wir schon mal nehmen. Aber ich sag ganz ehrlich, wir wollen sie ja erstmal clean testen, sage ich mal. Von daher lasse ich das mal weg. Und mal gucken, wie das Großwild auf unsere normale Armbrust reagiert. Boah, ist das Ding langsam. Ja, obwohl es schon die schnellste Konfiguration ist, ne? Es ist einfach so langsam. Aber ich komme noch nicht mal durch bis zu dem Boss. Es ist so bescheuert. Aber der Explosionsschaden ist natürlich nice. Kann man einfach. Die Zombies kommen schneller nach, als dass ich sie mit der Armbrust erlegen kann. Okay, ich glaube, es hilft nichts. Wir müssen sie so schnell wie möglich Packer punchen. Wir machen jetzt einen Packer Punch drauf. So, Packer Punch. Nur Packer Punch. Okay, das ist natürlich sehr, sehr geil. Wir haben jetzt 3 Schuss. Jetzt können wir was machen. Jetzt können wir was machen. Oh mein Gott, das ist ein Unterschied. Wie Tag und Nacht einfach. Die Munition reicht jetzt auch dicke, wo ich vorher dachte, ich kann halt einfach 3 Pfeile auf ihn schießen. Das ist schon cool. Okay, wir gehen nochmal hin jetzt. Pass auf. 1. Oh ja, moin. 2. Oh! Ohne Explosion auf dem Kopf hat ihn gekillt. Okay, nice. Okay, dann machen wir es jetzt auf grün. Ich will es noch nicht zu stark machen, deswegen wir machen sie nur auf grün. Grün Packer Punch. Okay. Also gefällt mir schon sehr gut. Wir brauchen unbedingt PhD Flopper. Lass uns Laute nehmen und Flopper holen. Schnell. So, jetzt sind wir auf dem Dach. Ich springe auf den Schirm. Auf den hier. Ups, Wasser. So, Dr. Niete haben wir. Lass mir direkt mal testen, wie das so wirkt einfach. Also wie das Feeling ist. Okay. Wir gehen direkt in die rote Zone. So, los geht's. Rote Zone auf 12. Auf geht's. Wir haben auch einen Killauftrag. Nehmen wir direkt mal an. Wo ist denn. Oh, wir müssen nach oben. Lager hier. Oh, war der One? Oh, okay. Ja, die sind One-Shot mit den Dingern. Okay. Aber das Umdrehen und Schießen, das dauert leider viel zu lange. So, eine Wiederbelebung haben wir noch. Let's go. Das Ding ist halt, dass ich nur diese 3 Pfeile habe. Ich glaube, Tempo-Cola wäre schon gut. Also ich glaube, Tempo-Cola zum Nachladen. Das Nachladen ist noch das größte Problem so gefühlt. Ah, die macht richtig gut Schaden. Allein der Jünger leidet schon. Der ist sogar down gegangen mit dieser einen Salve. Wie viel Cooldown haben wir noch? 16 Sekunden. Oh, keine Munition mehr. Okay, wir haben ein bisschen übertrieben. Komm, 16 Sekunden. Hallo? 5 Sekunden, will er mich komplett veräppeln? Fuck.
5. Und er ist die Tempo-Cola. Oh mein Gott. Wir haben die Tempo-Cola. Jetzt haben wir, ich glaube, jetzt haben wir wirklich ein sehr, sehr gutes Setup. So, jetzt können wir uns hier erstmal Munition holen und die Granaten. So. Jetzt. Lass mal gucken. Oh ja. Oh mein Gott. Wow, was geht, Leute? Nein. Aber natürlich sofort out of money, ne? Ich habe wieder nur 3 Schuss. Okay. Oh, was ist, Bruder, wo kommst du denn her? Yay! Und das hat nicht gereicht. Ich denke mal, es ist noch eine neue Runde. Aber ich glaube, wir wissen ungefähr, wie es funktioniert. Also, PhD Flopper Pflicht. Tempo Cola. Und Packer Punch 1 ist auch Pflicht. Ohne Packer Punch 1. Ich werde sicherheitshalber noch eine Granate. Ganz, ganz safe. Ganz, ganz safe, damit wir safe rauskommen. Hallo. Hallo. So, also bringen wir Trinken auf selten. Packer Punch, die Munitionsmodifikation kommt drauf. Stehvermögen. Dann die Tempo Cola. Und Juggernaut, was uns fehlt, ist jetzt noch. Dr. Nietzsche. Dr. Nietzsche brauchen wir unbedingt. Unbedingt. Das ist natürlich doof jetzt. Entweder fahren wir ganz nach unten. Guck deinen Kopf. Ja. Oh. Ich habe mich nur wegen dem Namen gewundert. Ich bin ja wieder super ausgerüstet, ey. Keine Platten, nur eine Wiederbelebung, kein einziger Turm. Die Armbrust muss alles richten jetzt. Die Armbrust. Oh, ich sehe gerade, wir haben gar keine Aufträge. Wir haben ja gar keine Aufträge. Üben wir trotzdem doch mal ein bisschen mit der Armbrust hier. Bisschen Trockenübung in der roten Zone. Überleben Sie bitte einfach so. Also die Armbrust macht schon irre Schaden. Guck das mal an, es geht alles gefühlt One-Shot down. Oder wir killen einfach mal das Mega-Scheusal. Einfach so, so jugendforschmäßig. Ja, wir müssen aber wirklich auf die Viecher erstmal aufpassen. Jo, und auf das kleine Monsterchen auch. Scheiße. Bro, leg dich doch hin. Was ist mit dir? Schnell in die Ecke. Scheiße. Geh um die Ecke. Wir sind jetzt out of Platten. Dass der nicht gerade auf uns zuläuft, der Hund, ne? Wie Munition haben wir? 15 Pfeile. Mengler ist down. Also das geht wirklich gut. Ich habe aber noch keine Täuschgranate hier benutzt, ne? Oh, ich glaube, der ist langsam stinksauer. Aber das Haus kann man eigentlich ganz gut. Oh! Und danach macht er immer seinen Strahlenangriff, ne? Nach dem Rush, ja. Versuch so ein bisschen den aktiven Kopf zu treffen. Also, es geht aber wirklich relativ gut, muss ich sagen. Ich leide zwar so ein bisschen. Oh. Aber es geht wirklich relativ gut. Oh, du Scheiße. Das geht ja. In den Kopf. Ist der down? Ich glaube, ein Bengler ist down. Ich bin gerade so begeistert, dass wir hier so easy gegen die Zombies kämpfen können. Ich meine, das ist nur Packer Punch 1. Wie stark ist die Waffe, wenn sie Packer Punch 2 und 3 ist? Da muss man aufpassen, ne? Aber müssen wir auch so.
das war das Scheusal. Das ist schon down. Das Scheusal ist down. Das habe ich gar nicht mitbekommen, wie der explodiert ist. Ich kriege ja nichts mit. So, hier ist noch ein Mängler. Ist der schon down? Nee. Hat kurz so ausgesehen. Und er ist down. Es ist so krass. Warum habe ich gerade drei? Oh, es kommt noch ein Megascheusal. Hier nehmen wir ihn auch noch mit. Oh, er nimmt mich mit. Er nimmt mich mit. Oh mein Gott, zwei Angriffe auf mich. Der ist aber anders krass. Der ist viel stärker als andere. Also schneller. Das ist so ein Runner-Scheusal, hä? So, ja, den versuchen wir natürlich auch noch. Ich habe ja immer noch meine Täuschgranate. Ich habe nicht eine Täuschgranate geworfen bis jetzt. Oh, ein Junge. Ich muss wirklich aufpassen. Ich krieg seinen Angriff teilweise gar nicht mit. So, und noch ein Mängler. Mängler ist down. Es ist einfach krass. Es waren gerade zwei Salven. Aber die Waffe ist auf Packer Punch 1, oder? Die ist auf Packer Punch 1. Okay. Der Mängler. Oh, guck mal, der Junge leidet auch schon. Noch ein Mängler einfach. Der ist auch down. 10 Mängler mit Armbrust. Wir haben 10 Mängler gekillt. Was geht? In zwei Runden 10 Mängler. Und wir haben wieder volle Pfeile. Wirklich faszinierend. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 24 Leute. Wir können das stundenlang machen. Wir können das einfach noch stundenlang machen. Oh, ist der Junge auch down? Es ist einfach alles down. Ja, hier ist der Mega-Scheusal die Belohnung. Ein Kristall. Ein seltenes Ding, das brauchen wir nicht. Und Munition. Okay. Okay, ja krass. Gut, also mega stark, mega OP, definitiv. Lassen wir jetzt aber mal nach dem Auftrag gucken. Es ist immer noch kein Auftrag da. So schade, dass hier keine Aufträge spawnen, ey. Ich könnte einen Auftrag nach dem anderen machen mit dem Ding. Das ist echt... Das ist so krass, wie leicht die rote Zone damit geworden ist. Das ist ja irre. Das ist ja wirklich irre. There are no bounties in the middle zone, schreibt gerade jemand im Chat. Ja. No bounties in the middle zone. True, true, true. Okay, wir nehmen den Auftrag einfach mal an. Habe ich in der roten Zone noch nie angenommen, so einen Auftrag. War einfach keinen Sinn gemacht bis jetzt. Immer nur Kill-Aufträge eigentlich. Was ist das? Ja, geniale Idee, in so eine Sackgasse reinzulaufen. Junger down, Wahnsinn, es ist wirklich krass. So, jetzt lassen wir mal diesen Auftrag holen. Ah, der ist hier draußen, Leute, hätte ich die ganze Zeit nehmen können. Lag da auch auf dem Tisch. Dann hier die Platte noch mitnehmen. Wie viele Platten haben wir momentan? 13. Wir können... Nicht abschweifen, Barreda. Wir denken an die Wissenschaft, wenn wir diese Sporen im Griff haben. Okay, wie machen wir das? Eins. Zwei. Und die Täuschgranate auswählen. Gut, lassen wir mal gucken, wie das hier funktioniert. Also wie gut wir klarkommen. Wir haben eine Täuschgranate. Das ist eigentlich ganz, eine ganz gute Idee. Täuschgranate, oh, komm, nimm. Täuschgranate werfen und dann platzieren. Und dann wieder zurückwechseln auf die Täuschgranate. Okay, und Täuschgranate. Okay, jetzt sind wir wieder safe. Das ist gut. Das machen wir jetzt immer so. Ups, daneben geschossen, ne? So, lass im Kreis rennen und dann die zwei Eier noch abschießen. Fädelter Ethereum-Kristall. Nein. Die Waffe ist so krass. Wenn ich wüsste, wie die mit Packer Punch 2 abgeht. Das war ja alles Packer Punch 1 jetzt. Alles Packer Punch 1. Verrückt. Wirklich, wirklich crazy. Ich hoffe, die wird nicht genervt.
Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Waffe. Jo, jo. Sehr gut, haben wir es geschafft. Ah, Deutsche, Leute, schießt. Braucht ihr einen großen Rucksack? Ich habe ja noch einen übrig hier. Was? Jo, gerne. Hier das Bild für die Ambrose, die ist ein bisschen gemoddet auf Geschwindigkeit natürlich. Deswegen hier Carbon Elite V3, dann der X-Den Phantom 5 Handstop-Griff, Blast Cap 20 Bolzen, das sind die Explosivpfeile, die sind natürlich absolut essentiell. Und das 28er Kabel auf jeden Fall. Und der Speedtrack Echo Shaft am Ende. Über Like und Abo würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich sage Astro Lego, bis zum nächsten Mal und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.